Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Ich habe euch letzte Woche auf meinem Instagram- und Facebook-Profil abstimmen lassen, worum es heute gehen soll. Dabei hat sich die Mehrheit von euch einen Flow für den Po und die Beine gewünscht. Dem soll so sein. Ich habe einen knackigen 45-minütigen Flow vorbereitet, der es echt in sich hat. Es gibt danach natürlich auch wieder eine ausgiebige Endentspannung, die ich jedem von euch ans Herz legen würde. Der Flow richtet sich eher an die Mittelstufe, da wir doch einige ungewöhnliche oder schwierige Transitions dabei haben. Aber es ist wie immer jeder eingeladen, mitzumachen und sich daran zu probieren. Und schaut einfach mal, wie weit ihr kommt. Und der Flow ist auf jeden Fall auch dazu geeignet, ihn mehrmals zu machen. Genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr braucht keinerlei Hilfsmittel, lediglich bequeme Kleidung und eure Matte. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ganz viel Spaß. Komm an den Anfang deiner Matte. Stell deine Füße hüftbreit auf. Stell dich ganz aufrecht hin. Zieh deine Scheitelkrone nach oben. Dreh die Handflächen nach vorne für Tadasana, die Berghaltung. Gib dir einen kurzen Moment, um auf deiner Matte anzukommen. Und setz dir für die heutige Einheit vielleicht einmal eine Intention. Eine Intention, die du dir immer wieder in Erinnerung rufst, sobald du merkst, dass du gedanklich abschweifst oder auch wenn du vermeintlich Schwierigkeiten bei der einen oder anderen Asana hast. Denke immer daran, beim Yoga geht es nicht darum, besser zu sein als irgendwer anderer, sondern darum, was du brauchst und was dir im Moment gut tut. Meine Intention für die heutige Stunde ist: Ich bin genug. Dann atme noch einmal tief ein und lösend wieder aus. Wunderbar. Lass uns beginnen. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben. Atme aus, zieh die Arme über die Seite nach unten, senke den Oberkörper ab, beug die Beine. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Und ausatmen, tauch ab. Atme ein, öffne dich Wirbel für Wirbel nach oben raus. Und atme aus, beug dich von über, löst die Spannung. Letztes Mal so, atme ein, richte dich Stück für Stück auf. Komm noch einmal auf die Zehenspitzen, mach dich noch ein bisschen größer. Und aus, erde deine Füße und bring die Hände vors Herz. Komm mit der nächsten Einatmung nochmal weit nach oben. Und lehn dich nach vorn beim Ausatmen. Bleib jetzt vorgebeugt. Winkel deine Beine so an, dass dein Oberkörper auf den Oberschenkeln aufliegen kann. Dann greif deine gegenüberliegenden Ellenbogen und schaukel dich ganz locker von rechts nach links. Verlagere auch mal dein Gewicht vor und zurück. Und spür mal in dich hinein, was du jetzt gerade so brauchst. Dann löse die Verschränkungen in den Armen und hebe sie auf Höhe deiner Ohren und richte dabei den Oberkörper ein kleines Stückchen nach oben auf, bis er ungefähr parallel zum Boden ist. Halte hier. Verlagere dein Gewicht tendenziell etwas mehr in die Fersen, sodass du deine Zehen vom Boden abheben könntest. Ganz genau. Und dann richte dich auf, Hände vors Herz. Wir bauen uns daraus jetzt einen kleinen Mini-Flow zusammen, den wir ein paar Mal wiederholen. Und zwar: Atme ein, beug die Beine, bring den Oberkörper und die Arme parallel zum Boden.
Atme aus, komm in die ganze Vorbeuge. Ein, beug die Beine, heb die Arme. Aus, richte dich auf, Hände vors Herz. Einatmen, beugen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, beugen. Ausatmen, komm zum Stehen. Sehr gut. Atme ein, beugen. Atme aus, ganze Vorbeuge. Ein, erhebe dich. Aus, komm in den Stand. Noch zweimal so. Einatmen, beugen. Ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge. Einatmen, komm parallel. Ausatmen, richte dich auf. Letztes Mal. Atme ein, beugen. Atme aus, abtauchen. Ein, komm parallel. Und aus, in den Stand. Gut. Bring nun deine Hände über den Kopf, die Handflächen zeigen zueinander, beug die Beine und komm in den Stuhl Utkatasana. Deine Füße sind parallel zueinander und die Knie zeigen gerade nach vorn und sind in einer Linie mit den Füßen. Achte wirklich darauf, dass sie nicht so nach außen oder innen fallen. Aktiviere dein Mula Bandha oder einfacher gesagt, zieh den Nabel Richtung Wirbelsäule. Dann komm noch ein Stückchen tiefer in diese Position und bring die Hände hinter deinen Kopf, die Ellenbogen zeigen nach außen. Verlagere dein Gewicht auf die linke Seite und hebe deinen rechten Fuß leicht vom Boden ab. Behalte das Gewicht tendenziell etwas mehr in deiner Ferse von deinem Standbein und atme nicht vergessen. Seitenwechsel, erde deinen rechten Fuß und hebe den linken weg vom Boden und komme wieder zu deinem ruhigen und geführten Atem, während du hältst. Vielleicht kannst du dein Standbein noch ein bisschen mehr beugen. Sehr schön. Bring den linken Fuß wieder zurück zum Boden. Und zieh nun dein rechtes Knie hoch zur Brust, so weit wie du kannst. Dein Standbein bleibt gebeugt. Die Ellenbogen ziehen weit nach außen. Und beug dein Standbein noch ein klein wenig mehr. Seitenwechsel, rechten Fuß erden und linkes Knie heben, so hoch wie es geht. Beug dein Standbein wieder ein klein wenig mehr. Ganz genau. Und einmal noch linker Fuß zurück zum Boden. Rechtes Bein heben. Und jetzt Achtung. Lass die Arme hinter deinem Kopf. Lehn den Oberkörper nach vorne und führe dein rechtes Bein nach hinten. Strecke es aus für Virabhadrasana 3, den dritten Krieger. Halte hier, finde die Balance und entweder du bleibst so oder du beugst dein Standbein tiefer und mit dem Ausatmen strecke es wieder aus. Behalte hier so eine ganz leichte Beugung in deinem Knie, damit du es nicht so überstreckst beim nach oben kommen. Noch zweimal so. Einatmen, beug das Standbein. Und ausatmen, komm hoch. Letztes Mal. Einatmen tief. Und ausatmen hoch. Prima. Beug dein Standbein. Nun noch einmal und führe das rechte Bein gebeugt vor deine Brust und direkter Seitenwechsel. Der rechte Fuß kommt zur Matte, linkes Knie heben. Führe dein Bein den ganzen Weg nach hinten für den Krieger 3 und halte.
Finde zu deinem Atem und ruf dir vielleicht einmal deine persönliche Intention in Erinnerung. Wenn du es auf der anderen Seite auch gemacht hast, probiere es hier wieder. Atme ein, beug das Standbein, lass das linke Bein weit hinten und atme aus, streck dein Bein. Einatmen, komm tief. Und ausatmen, wieder hoch. Letztes Mal ein, tief. Und aus, hoch. Beuge für einen kurzen Moment dein Standbein, um das linke Bein wieder nach vorne zu führen. Stell es wieder am Boden auf, beug beide Beine, führe die Arme mit dem nächsten Einatmen über die Seite nach oben, heb die Brust, Utkatasana. Und beim Ausatmen beug dich vornüber, streck die Beine, ganze Vorbeuge. Puh. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich spüre meinen Hintern und die Beine schon ein wenig. Atme ein, heb die Brust, halbe Vorbeuge. Und atme aus, steig mit deinem linken Fuß nach hinten, das Knie bleibt in der Luft. Stell deine Fingerspitzen vorne auf und heb die Brust. Bring die Hüfte so tief wie möglich und mach den Rücken lang. Wackel hier gerne auch so ein bisschen vor und zurück, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Dann erde dein linkes Knie, verlagere das Gewicht leicht nach hinten und bring deine Hände an die Innenseite deines rechten Beins. Wandere nun deinen vorderen Fuß den ganzen Weg zur Seite von der Matte runter, bis das Bein gestreckt ist. Dann bring die Hände weit nach vorne und senk den Oberkörper ab, schieb die Hüften nach hinten. Und spür in diese leichte Dehnung deiner Beinrückseite und Brustwirbelsäule hinein. Arbeite hier wieder mit deinem Atem und schicke ihn dorthin, wo du die Dehnung am meisten spürst. Bring deine Hände langsam wieder zurück unter die Schultern, rechter Fuß nach hinten zum linken, lass alle 10 Zehen aufgestellt, verlagere dein Gewicht nach hinten, dehne ganz aktiv deine Fußsohlen für 1 bis 2 Atemzüge. Und dann atme aus, komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Werd hier gleich dynamisch, heb die Fersen auf und ab. Verlagere dein Gewicht von rechts nach links. Und mach jetzt einfach das, was du brauchst für die nächsten 5 Atemzüge. Und dann komm für einen kurzen Moment in einen ruhigen, herabschauenden Hund. Bring nun deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, senk die Hüfte ab und komm auf deine Fingerspitzen und schieb dich hier auch wieder so ein bisschen vor und zurück. Während du das hier machst, probier, ob deine Hüften ein Stückchen tiefer kommen und die Brust ein bisschen höher. Dann erde dein hinteres Knie, verlagere das Gewicht nach hinten und wandere mit deinem linken Fuß zur Seite raus, runter von der Matte, bis er gestreckt ist. Von hier wandere mit deinen Händen nach vorne, senk die Brust und schieb die Hüften wieder nach hinten für diese angenehme Dehnung. Diese Haltung ist ähnlich zu Anahatasana.
Spür deine Hüftbeuger, deine Leisten und auch deinen oberen Rücken. Komm mit deinen Händen wieder zurück zur Mitte. Bring das linke Bein zum rechten für den Vierfüßler und wackel deine Hüften mal so von rechts nach links. Während du das machst, dreh deine Hände so, dass die Finger zu deinen Knien zeigen und mach so ein paar kreisende Bewegungen hier um deine Handgelenke herum. Wechsel da auch gerne mal die Bewegungsrichtung. So, dann gehen wir wieder in einen kleinen Flow für unsere Glutes über. Das ist auch ein bisschen wie so ein kleiner Hüftöffner-Flow. Alles zusammen etwas dynamischer. Bring deine Hände wieder in Ausgangsposition. Stell die Füße auf und komm in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Von hier richte den Blick nach vorne zu deinen Händen und während du deine Hände anschaust, beug die Knie und heb die Fersen vom Boden ab. So, jetzt stell dir vor, wie deine Füße außerhalb deiner Hände landen werden und wenn du dort landest, kommst du in eine tiefe Squat- oder Kniebeugeposition, Malasana. Gut, dann atme tief ein und beim Ausatmen spring den ganzen Weg nach vorne an die Außenseite deiner Hände. Und sobald deine Füße gelandet sind, senk die Hüfte unterparallel für dein Yogi Squat. Bring die Ellenbogen an die Innenseite deiner Knie und drück sie nach außen. Heb die Brust und achte darauf, dass deine Füße auch so ganz leicht nach außen gedreht sind und die Knie in einer Linie mit deinen Füßen sind. Solltest du nicht so tief sitzen können und deine Fersen sind ganz weit weg vom Boden, bring die Hüfte etwas höher und stütz dich mit deinen Ellenbogen auf den Oberschenkeln ab. Die erste Runde dieses Flows gehen wir etwas langsamer durch. Atme ein, verschränk deine Finger ineinander und heb die Arme über den Kopf, mach den Rücken lang. Press dein Gewicht richtig aktiv in die Fersen und spann deine Bauchmuskulatur an. Und dann heb deine Hüfte ein kleines Stück nach oben. Halte und atme. Atme ein, komm noch ein Stückchen höher, der Nabel zieht zur Wirbelsäule. Die Arme bleiben lang ausgestreckt, kurz halten. Mit dem nächsten Einatmen komm noch weiter hoch, die Beine sind jetzt noch ganz leicht gebeugt. Und dann komm den ganzen Weg nach oben zum Stehen, zieh die Hände weit nach oben, mach dich lang. Atme tief ein. Und beim Ausatmen komm in die Vorbeuge. Probier mal, ob du deine ganze Handfläche am Boden ablegen kannst. Beug dazu gerne deine Knie. Gut. Wenn die Hände da sind, verlagere dein Gewicht auf die Hände und heb die Fersen vom Boden ab und finde mal heraus, wie weit du dich nach vorne lehnen kannst und wie weit es dir möglich ist, deine Beine auszustrecken. Und dann halte für 3, 2 und auf 1 steig zurück in die schiefe Ebene. Ausatmen, komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Wir werden diese ganzen Einzelteile in einen schönen Flow zusammensetzen. Atme ein, heb die Fersen vom Boden ab.
Atme aus, beug die Beine, schau nach vorne zu den Händen und spring in deinen Yogi-Squat an den Anfang deiner Matte. Von Malasana verschränk die Finger ineinander und komm mit dem Einatmen den ganzen Weg nach oben zum Stehen und ausatmen, Vorbeuge, Hände zu Boden. Einatmen, heb die Hüften, Fersen vom Boden weg. Ausatmen, steig oder spring direkt zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Und wieder, heb die Fersen hoch und schau nach vorn, beug die Knie und steig oder spring nach vorne in den Yogi-Squat. Atme ein, Hände ineinander, komm nach oben, mach dich lang. Und dann ausatmen, beug dich vornüber, Hände zu Boden. Einatmen, lehn dich nach vorne, löst die Fersen. Ausatmen, steig oder spring zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Und wieder, heb die Fersen, beug die Knie. Und steig oder spring nach vorne in den Squat. Von hier einatmen, Hände ineinander und nach oben strecken. Ausatmen, Vorbeuge, Hände zu Boden. Letztes Mal. Atme ein, mach den Rücken lang, verlagere das Gewicht in die Hände. Und ausatmen, steig oder spring zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Super gut. Senk deine Knie auf den Boden ab und komm für einen kurzen Moment in die Haltung des Kindes. Nimm dir hier kurz Zeit durchzuatmen und zu spüren, wie es deinem Unterkörper so geht. Wir machen weiter. Atme tief ein und mit dem Ausatmen komm nach oben in den herabschauenden Hund. Einatmen, heb das rechte Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, bring den rechten Fuß zwischen die Hände, heb die Arme, Krieger 1 Variante mit gehobener Ferse. Atme ein, senk die Hüfte, beug die Beine noch ein Stückchen mehr nach unten. Ausatmen, komm nach oben, Krieger 1. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Noch dreimal so. Ein tief. Aus hoch. Ein tief. Aus hoch. Und ein tief, kurz halten. Und aus, Krieger 1. Gib dir einen leichten Schubser mit deinem linken Bein nach vorn und bring es gebeugt vor dich. Finde die Balance. Und dann atme ein, leg deinen Knöchel auf deinem rechten Oberschenkel ab, beug dein Standbein und bring die Hände vors Herz. Entweder du bleibst hier, oder wenn es geht, lehn den Oberkörper nach vorne und bring die Ellenbogen auf deinen linken Unterschenkel. Spür hier diese angenehme Dehnung in der linken Gesäßhälfte. Fixiere einen Punkt vor dir am Boden, um die Stabilität zu halten. Dann atme ein, löse auf, steig mit links zurück, Krieger 1. Ausatmen, streck dein vorderes Bein und lehn dich vornüber. Bring die Hände zu Boden, verlagere das Gewicht nach vorn, heb dein linkes Bein hoch für das stehende L.
Ein Atemzug hier. Und mit dem Ausatmen zieh dein linkes Knie Richtung Brust. Beug dein Standbein und streck dein linkes Bein vorne durch und lande im Sitzen. Yes, ganz genau. Von hier aus greife mit deiner rechten Hand die Außenseite deines linken Fußes und heb das Bein an. Dann atme ein, heb den linken Arm nach oben. Atme aus, öffne dich zur linken Seite, Arme parallel zum Boden. Entweder bleibe hier oder streck dein rechtes Bein nach vorn und lass es in der Luft schweben. Halte hier. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, beug die Beine fürs Boot Navasana. Ausatmen, streck die Beine nach vorn, senk den Oberkörper ab für Low Boat. Kopf bleibt gehoben. Einatmen, komm zurück, richte dich auf, Boot mit gebeugten Beinen. Ausatmen, komm nach unten, tiefes Boot. Einatmen, richte dich auf, diesmal mit gestreckten Beinen. Und ausatmen, komm tief. Letztes Mal einatmen, Navasana, mit gestreckten Beinen und ausatmen, löse auf, senk ab, stell die Füße auf, leg die Hände auf deinen Bauch und schenk dir 2, 3 Atemzüge hier. Dann greife mit deinen Händen unter die Knie und wippst so ein paar Mal auf und ab. Und dann komm von hier auf deine Füße, stell die Hände vor dir ab und spring direkt zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Prima. Jetzt die andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, linker Fuß zwischen die Hände, heb die Arme, Krieger 1 Variante. Achtung, einatmen, beug das hintere Knie, komm tief. Und ausatmen, Krieger 1. Ein, komm tief. Und aus, wieder hoch. Noch dreimal so. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Ein tief. Aus hoch. Und letztes Mal ein tief. Kurz halten. Und aus hoch. Dann gib dir einen Schubser mit deinem rechten Bein nach vorne und führe es gebeugt vor dich. Halte kurz hier. Einatmen, leg den rechten Knöchel auf deinem linken Oberschenkel ab, beug dein Standbein und bring die Hände vors Herz. Entweder bleibe hier oder lehn deinen Oberkörper nach vorne, beug das Bein noch ein Stückchen mehr und leg deine Ellenbogen auf deinem rechten Unterschenkel ab. Jawohl. Finde auch hier wieder Stabilität und Festigkeit und genieße diese wundervolle Hüftöffnung. Mit dem nächsten Einatmen löse auf und mach einen großen Schritt mit rechts zurück, Krieger 1. Atme aus, streck dein linkes Bein und lehn dich vornüber. Bring die Hände zu Boden. Heb dein rechtes Bein für das stehende L. Ein Atemzug hier. Achtung, mit der Ausatmung zieh dein rechtes Knie Richtung Brust, beug dein Standbein und streck dein rechtes Bein vorne durch und lande wieder
im Sitzen. Na also. Von hier aus greife mit deiner linken Hand die Außenseite deines rechten Fußes und heb das Bein an. Dann atme ein, heb den rechten Arm nach oben. Atme aus, öffne dich zur rechten Seite, Arm parallel zum Boden. Entweder bleibe hier oder streck dein linkes Bein nach vorn und lass es in der Luft schweben. Halte wieder. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, beug die Beine fürs Bodhanavasana. Ausatmen, streck die Beine nach vorn, senk den Oberkörper ab, Low Boat. Einatmen, komm zurück, richte dich auf, Boot mit gestreckten Beinen. Ausatmen, komm nach unten, tiefes Boot. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, komm tief. Letztes Mal einatmen, Navasana. Und ausatmen, löse auf, senk ab. Stell die Füße auf, leg die Hände auf deinen Bauch und schenk dir wieder 2, 3 Atemzüge hier. Dann greif wieder unter deine Knie, wipp dich wieder auf und ab. Und dann komm auf deine ganzen Füße, bring die Hände direkt vor dich und spring zurück in die schiefe Ebene. Von hier richte den Blick zwischen deine Hände, beug die Knie und spring nach vorne in deinen Yogi-Squat. Bring die Hände ineinander, atme ein, richte dich nach oben ins Stehen auf. Ausatmen, Hände neben den Körper. Von hier aus mach einmal einen großen Schritt zur Seite, bring die Hände zur Hüfte, die Füße sind leicht nach außen gedreht, so 45 Grad circa. Atme ein, beug die Knie und heb die Arme mit den Handflächen nach oben auf Schulterhöhe für die Göttinnenpose. Achte darauf, dass deine Knie aktiv nach außen drücken und sie nicht so nach innen fallen. Denk dir bei so Kniebeugenaktionen immer, dass die Knie in einer Linie mit deinen Zehen sein wollen. Wunderbar. Dann probier mal, ob du deine rechte Ferse vom Boden lösen kannst. Wenn das geht, erde sie wieder und hebe die linke Ferse vom Boden weg. Bring sie wieder zurück zum Boden. Und atme ein, heb beide Fersen weg vom Boden und mit dem Ausatmen lass dich ein Stückchen tiefer sinken. Halte hier für 5, 4, 3, 2, 1 und einatmen, streck die Beine, heb die Arme über den Kopf, leichte Rückbeuge. Und ausatmen, beug dich vornüber, Hände zu Boden. Lass dich hier gerne mal hängen, baumel von rechts nach links. Mach wieder das, was dir gut tut und wonach dir ist. Dann atme ein, mach den Rücken lang. Und mit dem Ausatmen wandere deine Hände so weit nach hinten wie möglich. Und dann lass die rechte Hand hinten und bring die linke wieder nach vorn. Und führe deine linke Hand über vorne zum rechten Fuß. Jetzt kannst du entweder deinen Fuß greifen oder wenn nicht, ist deine Hand einfach weiter vorne und du bleibst genauso. Wenn du deinen rechten Fuß greifen kannst, mach weiter und beug dein linkes Knie. Jetzt ist das rechte Bein gestreckt und du verlagerst dein Gewicht immer weiter nach links, sodass deine linke Flanke sich auch ganz weit öffnen kann. Spüre hier jetzt in die Dehnung deiner Beinrückseite, dein Gesäß
und schicke den Atem dahin, wo du es am meisten spürst. Und dann löse auf, bring die linke Hand hinter dich, wandere die rechte Hand nach vorne und bringe sie über vorn zu deinem linken Fuß. Wenn du dort bist, beug dein rechtes Knie und dehn dich und atme hier. Löse ganz sanft wieder auf, wandere deine Hände nach vorne, runter von der Matte und steig auch mit deinen Füßen zurück von der Matte runter. Solltest du empfindliche Knie haben, klapp die Mattenenden einmal um die Matte doppelt zu legen. Ansonsten bring deine Knie runter zu Boden für die Froschposition. Hier sind deine Füße und deine Knie in einer Linie. Und die Hüften sind ebenfalls mit den Knien auf einer Höhe. Und von hier kannst du nun mit deinen Unterarmen Richtung Boden kommen. Achte darauf, dass du in deinem Rücken nicht so durchhängst, sondern deine Körpermitte immer noch aktiv lässt. Dann mit dem Einatmen bring deine Hüfte ein paar Zentimeter nach vorn. Und mit dem Ausatmen komm wieder zurück, bis du eine bisschen stärkere Dehnung spürst, aber die sollte immer noch aushaltbar sein an der Innenseite von deinem Oberschenkel. Und wenn du den Punkt hast, dann bleibe hier für einen kurzen Moment. Und solltest du währenddessen mal spüren, dass du irgendwo verkrampfst, versuch diese Spannung mit deinem Ausatmen zu lösen. Finde für dich mal heraus, was es bedeutet, den Atem für deine Praxis einzusetzen. Sehr schön. Dann stell deine Hände und Zehen wieder auf. Komm in diesen herabschauenden Hund mit weit gegrätschten Beinen und bringe deine Hände und Füße wieder zurück auf die Matte. Einatmen, mach den Rücken lang und ausatmen, komm mit deinen Händen nach vorne an den Anfang deiner Matte, beug dein vorderes Bein und steig zurück in die schiefe Ebene. Von hier finde den Weg in deinen Vierfüßler. Streck nun dein rechtes Bein gerade nach hinten aus, zieh die Zehen an und dreh sie nach außen. Atme tief ein. Und mit dem Ausatmen beug dein Knie und bring es nach vorne Richtung Schulter. Einatmen, streck das Bein nach hinten aus. Ausatmen, zieh das Bein den ganzen Weg zu deiner Schulter heran. Einatmen, bring das Bein zurück. Und ausatmen, wieder nach vorn. Noch zweimal so. Wir arbeiten hier ein bisschen an unserer Range of Motion in der Hüfte. Aber wir kräftigen auch hier den Hintern. Einatmen, führ das Bein zurück. Ausatmen, komm vor. Letztes Mal ein, zurück. Und aus, wieder vor. Einatmen, streck es noch einmal nach hinten aus. Und ausatmen, neutraler Vierfüßler. Wackel deine Hüften ein bisschen von rechts nach links. Und dann die andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein gestreckt nach hinten, zieh die Zehen an und dreh sie nach außen. Atme aus, führe das Knie Richtung Schulter. Einatmen, ausstrecken. Ausatmen, nach vorn. Ein, komm zurück. Und aus, wieder vor. Letzten zwei. Versuch dich hier langsam zu bewegen, dann wird es intensiver. Atme ein, streck dein Bein aus.
Und aus, komm zur Schulter. Letztes Mal, aktiviere deine Körpermitte. Einatmen, streck dein Bein nach hinten aus. Und ausatmen, komm nach vorn. Vielleicht noch ein Stückchen mehr. Einatmen, noch einmal ausstrecken. Und aus, neutraler Vierfüßler. Wackel deine Hüften jetzt wieder kurz von rechts nach links. Jawohl. Gut, von hier heb dein rechtes Bein an und überkreuze es hinter deinem linken Knie und bring die Füße so weit wie es geht zu den Seiten raus. Dann wandere deine Hände und deine Hüften langsam und achtsam nach hinten und setz dein Hintern genau zwischen deinen Füßen ab. Wenn das gar nicht möglich für dich ist und du Schmerzen im Knie hast, dann komm in den Schneidersitz. Die sogenannte Cow-Face-Pose, also Kuhgesicht-Pose, entspannt wirklich sehr schön die Außenseite unserer Hüften, die wir jetzt in dieser Stunde so gefordert haben. Entweder du bleibst jetzt hier oder wenn du mehr möchtest, wandere mit deinen Händen nach vorne, bis du deinen Oberkörper auf deinem oberen Bein ablegen kannst. Bleibe ganz ruhig in dieser Position und atme in die Dehnung hinein. Dann löse langsam wieder auf und komm nach vorne in den Vierfüßler, entknote deine Beine und dann zieh mal so große Kreise mit deinen Hüften vor und zurück. Sehr schön. Komm dann wieder in einen ruhigen Vierfüßler und andere Seite. Heb dein linkes Bein nach oben und überkreuze es hinter deinem rechten Fuß. Öffne deine Füße so weit wie möglich nach außen und dann setz dich zwischen den Füßen am Boden ab. Entweder du richtest dich jetzt schön weit nach oben auf oder wenn möglich, wandere deine Hände weiter nach vorne. Auch hier bleib ganz ruhig in dieser Position. Und atme tief und genüsslich in diese Dehnung hinein. Wunderbar. Komm mit deinen Händen wieder zurück nach oben und entknote deine Beine direkt. Stell die Füße circa eine Schienbeinlänge auseinander auf und lass die Knie ganz locker von rechts nach links sinken. Dann bring die Knie zusammen. Greife mit den Händen unter deine Knie und lass dich Wirbel für Wirbel nach unten sinken, bis du in Rückenlage angekommen bist. Zieh deine Knie zu dir heran und für unsere abschließende liegende Drehung hüpf dein Becken leicht nach rechts und lass die Knie sanft auf Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Die linke Hand liegt auf deinem Knie auf und die rechte ist zur Seite ausgestreckt, der Blick folgt. Schließ deine Augen und komm hier schon mal ganz zur Ruhe. Genieß die Länge in deinem unteren Rücken und atme ganz tief ein und aus.
Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Hüpf dein Becken nach links und lass die Knie auf Nabelhöhe zur rechten Seite sinken. Jetzt leg die rechte Hand auf deinem Knie auf und die linke ist zur Seite ausgestreckt. Sehr gut. Dann komm wieder zurück zur Mitte. Zieh deine Knie nochmal ganz dicht zu dir heran und mach dich richtig klein wie ein kleines Päckchen. Halte. Und dann löse auf. Streck die Beine lang aus. Lass die Füße nach außen klappen. Leg deine Hände mit den Handflächen nach oben, seitlich von deinem Körper. Und dann gib dir die Zeit, deine Praxis nun in Stille abzuschließen. Dein Shavasana, deine Endentspannung. Ich hole dich gleich wieder zurück. Dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir. Vertief deinen Atem und fang an, deine Gliedmaßen zu bewegen. Ganz kleine Bewegungen mit deinen Fingern und deinen Zehen. Werd dann Stück für Stück ein bisschen größer. Handgelenke, Fußgelenke. Und dann streck dich nach oben raus, zieh dich mal mehr nach rechts und mehr nach links. Zieh die Knie an, wackel mit den Beinen, tu das, was du brauchst, um jetzt wieder wach zu werden. Dann roll dich noch einmal auf deine Lieblingsseite und bleib da für einen kurzen Moment liegen. Dann komm ganz achtsam in einen aufrechten Sitz. Lass die Augen noch für einen kurzen Moment geschlossen und bring die Hände auf deine Oberschenkel. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Erinnere dich noch einmal an deine Intention von ganz am Anfang der Praxis. Nimm sie mit, für was auch immer du jetzt vorhast. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Namaste.